Millionenrad ist halt schon wieder. Ja, da tun wir um mit seinen Nachbarn schauen. Ja, wärst du nicht heute schon wieder gehen? Jetzt wohnen wir so gemütlich hier mit mir zwei daheim. Na, weißt du, bald alle da dahin. Weißt du, was ich da sag? Da wollen wir gleich lieber mehr kaufen, wenn es auf Zeiberen Fernsehen. Ja, das ist eine gute Idee, Weibe. Da sprechen wir uns aber gleich ankaufen, weil morgen sind ja die Fieberbrunner-Geschichten am Fernsehen. Ja, Weibe, jetzt mal gehen, sonst komm ich spät. Ja, gehst halt gleich, dass du ja nichts versammst. Ich bin ja eh wieder gleich da, Weibe. Ja, ja. Schauen wir her. Was sagst du auf das? Ja, ja, beide schon. Aber jetzt soll gar keine Ausrede mehr sein, weitergehen. Ja, das wärst du auch gut sein. Guten Abend und herzlich willkommen zum Film Fieberbrunner Geschichten. Im ersten Beitrag präsentiere ich Ihnen einen Streifzug über geschichtliche Ereignisse, namhafte Veranstaltungen und Feierlichkeiten in Fieberbrunn. Eine Zeitreise vom Beginn bis zum Ende unseres Jahrhunderts. Thank you.
Da muss die Verwirrung aufkommen. Die Fähnriche zum Feldaltar vortreten. Die Fahne der Erbenkompanie Fieberbrunn bleibt bei der Truppe. Gesetz und Willen in dankbarer Gesinnung besitzen und gebrauchen, durch die Anrufung deines heiligen Namens von dir die Gesundheit des Leibes und die Wohlfahrt der Seele erlangen. Durch Christus unseren Herrn, du sei gesegnet, die Getrachten, im Namen des allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Möchte ich alle Festgäste auf das Herzlichste begrüßen. Ganz besonders aber möchte ich unseren hochverehrten Herrn Bundespräsident Dr. Rudolf Kirchschläger begrüßen. Gleichsam als Erster Ihnen, Herr Bürgermeister, und der ganzen Marktgemeinde Fieberbrunn mit allen Einwohnern, jung und alt, meinen Glückwunsch zur Markterhebung überbringen kann. Herr Pfarrer, Herr Kanonikus, sagen, dass ich selten einen so schönen Feldgottesdienst erlebt habe. Ich danke Ihnen dafür. Der Landeshauptmann übergibt dem Bürgermeister die Markterhebungsurkunde. Von Fieberbrunn, Tirol und Österreich wird der Festzug eröffnet. Musikkapelle, Schützen- und Röckelgewandfrauen begleiten den Wappenwagen der jungen Marktgemeinde. Lustig und gut drauf, ja, und heut geht's richtig auf. Unsere Diener reißen wir her, ja, das fällt uns gar nicht schwer. Eine flotte Musik spielt dazu, ja, bis morgen in der Früh. Und man braucht nicht zu studieren, um das super Gefühl zu spüren. Ja, heut hock mir so nett beieinander, das gibt's nicht jeden Tag. Obwohl mir gar kein Grund. Die zwei Schaffner haben da die Aufgabe gehabt, weniger zum Karten zwicken, weil die Fahrt war ja gratis, sondern mehr den Ansturm für die Kinder ein bisschen zurückhalten, wenn der Zug voll war, und einen Weg frei machen. Das, so wie ich das gesehen habe, war das nicht so leicht. Ja, leicht war es sicher nicht, aber man muss auch froh sein, wenn nichts passiert ist. Das ist das Wichtigste. Du hast recht eine gute Meinung von der ganzen Aktion. Ja, also ich finde das schon gut. Man hat es ja gesehen, dass die Leute gefallen hat, besonders die Kinder. Die Eltern haben ja Ruhe für eine Zeit von den Kindern. Und also ich glaube, wir konnten nur ein paar Runden fahren. Und die ÖBB hätte gar nicht, wenn sie ihre Züge so voll hätte wie wir. Also ein Dorffest, wie sie es da machen, ist sowieso das Schönste.
Weil die Zelte sind nicht mehr so in, wie sie mal gewesen sind. Die kommen, das heißt auch kommen, werden sie nie, aber fest ist sowas. Ja, Ideen, na, jetzt schon. Ich meine, da fällt es ja nicht weit, oder? Meistens bist du eh räumlich begrenzt einmal, nicht? Machst du eh nicht aus weiter. Und viel was anderes. Naja. Wie gefällt Ihnen das Fest nach dem Tor so? Trotzdem einmalig. Ja, wir haben sicher nicht so große Probleme gehabt, weil wir ja sehr viel bei der Feuerwehr Leute haben, die was sich da sehr engagiert haben. Was denkst du, was der Tatzelwurm zum Fest sagt, wo ist es ihm gefallen? Ich glaube, er ist auch nicht da, oder? Der Tatzelwurm ist sehr wohl da, er ist in der, normal in der Höhle am Spielberg, aber heute ist er natürlich da. Und schlagt mir seinen Schwanz kräftig aus. Ja, ich glaube, das ist heute ein Fest, was sicher bei uns in Vierbrunn nicht mehr wegzudenken ist. Ich glaube, wir machen das in dieser Form jetzt schon mal 15, 16 Jahre. Und so ein Kaiserwetter, wie wir heute haben, da können wir nur froh sein und glücklich sein darüber. Und für unsere Gäste ist das richtig schön. Und es gibt heute schon viele Gäste, die ihren Urlaub so buchen, dass sie dem Fest bei uns bei der Bramauer Sommernacht da sind. Ja, ich möchte eigentlich heute sagen, das Fest besteht jetzt 12 Jahre. Und in den 12 Jahren war das heute sicher die super Sache. In erster Linie, dass das Jugendprogramm Nachmittag also einmalig gestaltet wurde. Heute sind wir lustig und gut drauf, ja, und heute geht's richtig auf. Unsere Diener reißen wir her, ja, das fällt uns gar nicht schwer. Eine flotte Musik spielt dazu, ja, bis morgen in der Früh. Und man braucht nicht zu studieren, um das super Gefühl zu spüren. Ja, heute tuck mir so nett beieinander, das gibt's nicht jeden Tag. Obwohl mir gar keinen Grund nicht haben, heute ist kein besonderer Tag. So jung wie mir heute. Ich bin schon zu lange.
Was die eben machen, die Volksmusiksendung im ZDF, nicht? Der Michael redet nicht so viel. Das verstehen dort Leute nicht. Ich weiß die Marianne, du kannst mich ganz schön gerne haben, oder? Meinst du, dass ich jetzt mit dir streiten fange auf der Straße? Michael, bist du statt? Marianne, ich sag dir was. Ich sag zu dir Heidi. Geh Heidi, dann sag ich zu dir Peter. Was, Peter? Heidi. Peter? Was? Die Gass. Ich war sowieso die Gass. Ich war sowieso lieber mit den Leuten. Ja, was macht ihr für Geschäfte? Ein paar Lifte müssen wir kaufen. Ein paar Lifte. Das sind ein paar Lifte. Käse und da, Käse und da. Mariensport, oder? Ja. Ich bin sehr sportlich. Wenn es euch keiner packt, packe ich es selber. Und, wo kommst du her? Das ist Fieberbrunn. Fieberbrunn. Du bist der Katz? Ja. Na toll. Wie geht's? Einwandfrei. Einwandfrei? Ja. Ah, schönes Gefühl hier. Ja. Ich will mal, ein bisschen schäpsen da, schäpsen. Wir wollen schäpsen hier. Was bist du? Schäpsen. Schäpsen. Aber sagen Sie mal, was... Oh, wunderbar. Da muss man dabei sein, der Kerl zahlt zu viel. Du denn her. Wie gefällt Ihnen das Faschingstreiben? Sehr kalt ist. Und wir schläfen nicht. Uns reißt immer die Flügel runter. Bei den Bäumen hat uns die Flügel runtergerissen. Aber jetzt geht es schon wieder dahin. Passagiere haben wir noch. Die Zeiten umdreht. Jetzt liegt die Jäger am Grotten hin. Und der Bärenfurcht. Feindlichkeit! Zu den Herren! Es war eine lange Zeit, die uns geschenkt war. Es hat kein Pfarrer und kein Bürgermeister so lange ausgehalten. Und auch umgekehrt, ja, mit ihr, mit mir. Es waren stürmische Zeiten, aber es schien immer wieder die Sonne des Friedens über unsere Tage. Wir haben viel miteinander geschaffen und darum möchte ich Ihnen herzlich danken und bitten, nicht zu sagen, das hat der Stifter gemacht, sondern das haben wir gemacht. Wir zusammen. Ich war nur ein kleines Mädchen im großen Getriebe.
aber doch, dass du uns dann und wann in Fieberbrunn besuchen kommst. Die Türen stehen dir jederzeit offen. Und viel Gesundheit und Gottes Segen für die Zukunft wünschen. Dieses Geschenk möge sie in ihrer Heimat an uns Fieberbrunner Röckergewandfrauen erinnern. Ich möchte mich anschließend nochmals herzlich für deine Verdienste zum Wohle unserer Gemeinde bedanken und dir ein kleines Abschiedsgeschenk überreichen. Ein Abschiedsgeschenk, das genauso zu dir passt wie dein Name, ein geschnitzter und zum Teil vergoldeter heiliger Josef, der als Zimmermann sicherlich der passende Namenspatron ist, den du noch haben kannst und der dich noch lange an deine vielfältigen Leistungen hier in Fürbrot erinnern sollst. Das ist ja alles da lassen. Bitte gerne ein Stück von der Kirchweih mit. Es bleibt alles bei euch da und soll auch da bleiben. Und soll auch eure Freude sein und die Freude aller, die hier nach Fieberbrunn kommen und in diesem schönen Gotteshaus beten und vielleicht auch ein bisschen Ruhe finden. Die Ruhe tut uns ja heute allen so gut und ist so notwendig in dieser hektischen Zeit. Also nochmals für alles, alles ein recht herzliches Vergelt's Gott aus. Oh, my name is McNamara, I'm the leader of the band. Although we're few in numbers, we're the finest in the land. We play at wakes and weddings and at every fancy ball. And when we play at funerals, we play the march from Saul. Oh, the drums go bang, the cymbals clang, and the horns they blaze away. McCarty pumps the old bassoon while I the pipes do play. And Hennessy, Tennessee toodles the flute, and the music is something grand. A credit to all Ireland is McNamara's band. Right now we are rehearsing for a very swell affair. The annual celebration of the gentry will be there. When General Grant to Ireland came, he took me by the hand. He says, I never saw the likes of McNamara's band. Oh, the drums go bang and the cymbals clang, the horns they blaze away. McCarty pumps the old bassoon while I the pipes do play. And Hennessy, Tennessee toodles the flute, the music is something grand. A credit to all Ireland is mine. Also, we also thought this would be special for next year to hang on the bandstand. Musikanten unserer Künstler, unserer Gaukler, ist die Bourbon Street eröffnet worden, meine Damen und Herren. Und ich darf Sie im Namen des Veranstalters hier im Zentrum Fürbruns auf das Herzlichste begrüßen. Thank you.
Ja, du, ich hab vor der Woche noch mal damit gefahren. Schalte nicht dumm, gell? Ja.
Fieberbrunn, in einer Höhe von 1400 Metern Seehöhe, steht seit einigen Tagen ein prachtvolles Schloss. Zwar nur aus Schnee und Eis, aber immerhin. Und in diesem Eisdom können sich jetzt Mann und Frau, falls dort die Liebe mittlerweile nicht abgekühlt ist, das Ja-Wort geben. Mein Kollege Fred Lentsch, der hat dort nicht geheiratet, uns aber dafür folgenden Bericht mitgebracht. Im wohl ungewöhnlichsten Standesamt der Alpen gaben sich am Wochenende zwei junge Leute aus Bayern das Ja-Wort. Eine Hochzeit ganz in Eis. Geheiratet wurde, man will ja schließlich etwas anders sein, in historischen Kostümen. Den seit wann ist es eng? Dann bleiben wir stehen, oder? Hinsetzen müssen wir uns nicht. Das ist eng, den zwei. Normal schon. Wir bleiben stehen, weil der schafft es nicht. Dann gibt es einen riesen Knall. Der also ein bequemes Outfit? Na gut, vielleicht waren die Leute im Mittelalter ein bisschen zierlicher gebaut als wir. Aber es geht. Man kann es aushalten. Also unser Jawort, glaube ich, können wir in aller Ruhe raushauchen. 100 Schaulustige waren gekommen, um dieser hochalpinen Trauungszeremonie beizuwohnen. 2 Monate lang bauten der Hüttenwirt Robert Waltl und zahlreiche Helfer an diesem imposanten Gebilde aus Eis und Schnee. Wenn es nach dem Willen der lokalen Tourismuspromotoren geht, soll diese Hochzeit der Auftakt zu einer etwas anderen Art der Eheschließung werden. Zumindest solange das Standesamt aus Eis und Schnee der warmen Frühjahrssonne widersteht. Ich frage dich, liebe Braut, Jutta Walburga Christina Heigl. Ist es auch dein freier und ungezwungener Wille, Christian Lippert zu heiraten, so sprich auch du ein deutliches Ja. Ja, ich will. Fast 3 Jahrzehnte lang ist Emmerich Weißkopf schon Standesbeamter in Fieberbrunn. Bis jetzt hat er mehr als 1000 Ehen besiegelt. Der Auftritt im Schneeschloss vor Publikum und Medien war auch für ihn etwas ganz Besonderes. Es war halt bisher immer im Amtsraum. Das war eine vertraute Umgebung und da ist halt alles anders gewesen. Das Brautpaar hat sich vor 2 Jahren hier kennengelernt. Zudem gab es noch einen anderen Grund, inmitten von Schnee und Eis die Ringe zu tauschen. Mein Mann ist ein absoluter Skifan. Also der, wenn ich gesagt hätte, heiratet man in der Karibik, hat er gesagt, dann heirate ich eben nicht. Ja, da musst du dir einen anderen Mann suchen. Wir sind beide begeisterte Skifahrer. Ja, und darum haben wir das auch gerne hier im Schnee gemacht. Das ist richtig, ja. Und während sich die Gäste noch dem Buffet widmeten, schälte sich das Brautpaar aus den engen Kostümen und trat standesgemäß die Flitterwochen an. Wo? Natürlich beim Skifahren in den Tiroler Bergen. Bei der diesjährigen Weltmeisterschaft für Amateurfilmer in St. Gallen in der Schweiz konnte ein Tiroler im sogenannten Minicup den 3. Platz erringen. Wir zeigen Ihnen nun das ungekürzte Werk des 35-jährigen Fieberbrunner Elektromeisters Josef Trixl. Haben uns die Schneenächte von Fieberbrunn, wie sich's gehört, bei einem richtigen Winterwetter angeschaut. Mit Skifahren allein sind Urlauber rund um die Jahrtausendwende längst nicht mehr zufriedenzustellen. Da muss schon mehr geboten werden, auch abseits der hippen Urlaubsorte wie Ischgl, Sölden oder St. Anton. Fieberbrunn als kleiner Familienurlaubsort zeigt, wie es geht. Einmal wöchentlich, jeweils am Mittwoch und am Sonntag, gibt es die Fieberbrunner Schneenacht mit verschiedenen Attraktionen für Jung und Alt.
Der Tourismusverband hat sich was einfallen lassen. Der Beweggrund war einfach, dass man bei einem kleinen Lift doch vielleicht eine Chance sieht, trotz der ganzen Tendenz zu den Großraum-Skigebieten eine Attraktion zu schaffen. Und da sind halt einige Firmen zusammengetreten, die gesagt haben, ja, wir wollen. Der Skiliftbetreiber hat gesagt, ich will. Und der Grundstückbesitzer war so großzügig und hat gesagt, macht, was ihr wollt. Und dann ist es gekommen. Das Ergebnis Spiel und Spaß im Schnee erinnert natürlich ein wenig an den Sommerurlaub. Hier in Fieberbrunn ist auch am Abend eine tolle Stimmung. Und alles ist gratis. Wir waren das früher gewohnt, wenn es dunkel war, ist man in die Hütte gegangen, hat einen getrunken und dann ist man ins Bett gegangen oder vor das Fernsehen, gell? Und ich finde es gut hier, dass was gemacht wird. Die Leute sind hier sehr freundlich und ich glaube, dass wir wiederkommen hier. Wohl ist der Eiskletterturm eher zum Zuschauen geeignet als zum selber probieren für die Flachland-Tiroler. Aber die Schneenacht steckt ja erst in den Kinderschuhen. Es ist der erste Schritt zu einem eigentlich noch größeren Gedanken, dass wirklich ein Schneevergnügen hier stattfindet, das sich mit allen Wassern gewaschen hat. Das ist wunderbar, das ist abwechslungsreich. Man kann wohin gehen, nicht? Und man sieht was. Es wird was geboten. Also es ist sehr, sehr viel in den letzten Jahren, vor allen Dingen hier unten gemacht worden. Proficiat. Ja, das ist sehr gemütlich. Congratulierung. Ja. Wir finden das sehr schön und das macht uns sehr glücklich in die Ferien. Wir danken die Tirolen dafür. Fieberbrunn setzt wie auch die Tirolwerbung auf den Schnee von morgen. Für mehr als die Hälfte aller Gäste zählen Spaß, Vergnügen und Geselligkeit zu den wichtigsten Bestandteilen eines Winterurlaubs. Der Schnee von morgen, glaube ich, ist der Spaß mit Schnee in jeder Variante, die es einfach gibt und die möglich ist zu machen. Mit diesem Outdoor-Angebot kann Fieberbrunn punkten, auch wenn es wieder mal schneeärmere Winter geben sollte. Die Nachahmung wird empfohlen. Schon wieder die Fieberbrunner Geschichten schauen. In Fieberbrunn verbergen sich jede Menge versteckte Talente. Musikalische und schauspielerische Meisterleistungen. Aber überzeugen Sie sich doch im folgenden Beitrag mit selbst. Musik, und wir haben ganz liebe Gäste, liebe Freunde aus Fieberbrunn eingeladen. Fieberbrunn in Tirol, da ist natürlich unser Herz zu Hause, ist ja ganz klar. Und Sie nennen sich Blasmusikfreunde Tirolanka. Aus Fieberbrunn, und wir hören einen Galopp für vier Trompeten. Richtig. Bitte schön. Stille Dal. Hohe Berge grüßen dich dort überall. Wo schaut der Wilsel oder ins Tiroler Land? Da liegt ein schöner Ort, der jedem wohl bekannt. Fieberbrunn, sei gegrüßt. Tausendmal und muss ich von dir gehen, dann gibt's ein Wiedersehen in Fieberbrunn im stillen Tal. Hola, di, hola, di, di, oh, 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 di,
la di ro di ola ro di di ai mo. Wo der Adler Hund am Fels den Wind belauscht, wie er durch die hohen Tannen Wipfel rauscht, wo hoch vom Buchenschein ein froher Junker singt, hört das Echo man vom Felsen, wie es klingt. Fieberbrunn, Fieberbrunn sei gegrüßt, viel tausendmal, und muss ich von dir gehen, dann gibt's ein Wiedersehen in Fieberbrunn. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, Sie heute Abend begrüßen zu können. Willkommen, so heißt, bei diesem außergewöhnlichen, also schwerfälligen, also wirklich notwendig gewordenen Abend. 2. und 3. Mai, das ist und bedeutet Kabarett hoch 3, also Kabarett und Varieté in 3 instinktiven, also 3 intensiven Phrasen, also Blasen. Blasen. Wir bieten Ihnen heute ein Gemisch von Kabarett und Varieté, also ein gemischtes Kabarett, eine Mischung von Aufmischen, Einmischen, also das Vermischen des verschiedenen Unmischverständnis. Die erste Phase befreit von unangemeldeten, also ungustiösen Bewegen. Die zweite Phase, werden Sie sicher nicht gelogen, schützt vor frustrierenden Frustsinn und stumpfsinnigen Stumpfsinn. Die bringt das Ding halt nicht außer. Wo bin ich hier? Mein Name ist Hohn. Peter Paul Hohn. Oh, sorry. Dwight Putten hat gewählt. Onkel Sherlock hat immer gesagt, wenn du in ein Land hineinlucken willst, schau dir die Mülleimer an. Hier findest du die wahre Wahrheit. Auch da. Was denn? It's a key. Ein Schlüssel. Riecht nach Geld. Muss ein Safe-Schlüssel sein. Eine schwarze, eine rote Safe-Schlüssel. Wo sperrt man so die... Oh Gott, sind ja 2 Schlüssel. Die hängen ja zusammen. Wo hängt schwarz und rot zusammen? Ohne dass es auseinandergeht. Was ist das? Ein Strohstinger. Noch ein Strohstinger. Oh Gott! Da klebt noch etwas Schnee dran. Muss ein Überfliegeranzug sein, was? Onkel Sherlock hat immer gesagt, wer very high fliegt, kann auch very high fallen. Das Licht von einer Nacht voll Sternenschein. Okay.
Musikanten sind da, lass dich ruhig nieder. Denn böse Menschen haben niemals frohe Lieder. Ja, wo gesungen und gelacht wird, ist die Fröhlichkeit zu Haus. Komm mit uns, komm mit, sing mit uns, sing mit. Mach die Herzen ganz weit auf. Eigentlich ist es nur ein Katzensprung von Kitzbühel entfernt. Ja, und wenn Sie Fieberbrunn kennenlernen wollen, steigen Sie in Innsbruck in den Flieger, fliegen Richtung Salzburg, in der Mitte steigen Sie aus und Sie landen direkt im Herzen von Fieberbrunn. Ja. Und ich sag nur, hier ist er, Karl der Große. Herzlich willkommen, Karl Moik. Ab! Hey, hallo Freunde miteinander. Ein Servus euch in Stadt und Land. Wir laden wieder herzlich ein zu einem Stell dich ein. Man trifft heute wieder alt und lieb. Wenn du nicht bei mir bist, dann fang ich träumen an. Ja, ich denk an die Zeit, wo wir zweisam Kimmer sahen. Dann freuen wir die schönste. Du musst aber nur auf deinen Bart aufpassen. Und wer kriegt jetzt dieses wunderschöne Edelweiß? Die Marianne. Ich danke dir ganz herzlich. Das finde ich jetzt toll. Lieber Hans, danke dir. Bitte. Christian, auch herzlichen Dank. Egal wie es ist, meistens kriegt sie was, gell? Ja, aber und jetzt. In Orlastu, bei Grot, die Lechten heut beieinander sein. So freut ins Haus ums andere Liedlein. Erstaats und wieder gleich a lustigst drauf. Dir Ei geht und herrscht so schnell nieder. Bedanken Sie haben uns fantastisch, unser ganzes Team hier aufgenommen. Wir fühlen uns richtig wohl, wir sind gleich gar nicht mehr heim von Fieberbrunn. Macht richtig Spaß. Ja, das freut mich natürlich. Ich hoffe natürlich, dass diese Sendung nicht die letzte aus Fieberbrunn war. Ja. Und ihr ja. seid immer wieder herzlich willkommen in Fieberbrunn. Das Tiroler-Duo, der Franz und der Luis und der echte Fieberbrunner Original hat sich angesagt, nämlich der Sigi auf seiner singenden Zither.
Kurt Walter hat unseren sportlichen Superstar Andi Witthölzl auf der Silberbergschanze in Fieberbrunn zum Sprung in die Weltelite verholfen. Erfolge wie die Bronzemedaille bei den Olympischen Winterspielen in Nagano 1998 oder Gold und Gesamtsieger bei der Vier-Schanzentournee im Jahr 2000 sprechen für sich. Weltelite ist in Fieberbrunn seit 10 Jahren auch bei der Snowboard World Pro Tour angesagt. Der folgende Beitrag zeigt Ihnen einige Ausschnitte der Veranstaltung des Jahres 1998. Andi, gell, weißt du, einen guten Sprung möchte ich noch sehen. Nach dem ersten Durchgang ist Andreas Witthölzl Dritter, die Verfolger dicht an seinen Fersen. Der sentimentale Favorit der Massen, Masahiko Harada, führt. Soweit so gut. Gut für Japan, gut für Österreich. Das Finale, Katsuyoshi Funaki, Vierter nach Sprung 1, landet unsauber bei 90,5 Metern, erhält dennoch hohe Noten und geht in Führung. Dann Andreas Witthölzl. Der Tiroler zaubert saubere 90,5 Meter in den Auslauf. Er hält aber dennoch die schlechteren Noten und fällt hinter Funaki zurück. Lange Minuten des Bangens haben begonnen. Der Zweite nach dem ersten Sprung, Jani Soininen, der Finne, überholt Andreas Witthölzl. Nur noch einer ist oben. Schafft Masahiko Harada den Olympiasieg in der Heimat oder verliert er alles und bleibt Witthölzl Dritter? Nur 84,5 Meter. Jani Soininen ist der Olympiasieger. Aber wie weit fällt der Japaner zurück? Aber es reicht schließlich. Der 21-jährige Fieberbrunner gewinnt bei seinen ersten Olympischen Spielen die Bronzemedaille. Endlich strahlen die Augen, so wie es der Cheftrainer immer sehen wollte. Mit 131,5 und 129 Meter. Zweimal die Höchstweite. 271,9 Zehntelpunkte. Sieger Andreas Witthölzl, Österreich. Was für ein Erlebnis für den Tiroler Skispringer. Drei Springen hat er gewonnen.
erkläre ich die 10. ISF Snowboard-Europameisterschaften für eröffnet. Danke. Super. Herr Dunter Josef, der ist ja hier auch ein Sponsor dieser Veranstaltung, Timmerer Feudel. Ein super spannendes Rennen. Wer wird's gewinnen? Das werden wieder Tausendste werden. 0,0 aufholen kann und in Vorsprung verwandeln kann. Gittikök und Bologna Zugbahn. So, und jetzt das Herrenfinale und Platz 1. Platz hat er sich platziert. Ja, da Friedl hat er voll aussehen. Heben ihm die Daumen. Super stylischer Sprung. Nochmal zu wagen. Also der Manuel steht im Finale gegen den Martin von Ademetz in der ersten Runde. Manuel, ich habe gehört, du bist voll motiviert. Ja, total. Also der Martin ist meiner von den liebsten Gegner, weil bei dem gibt es noch eins volle voll und das tue ich gern. Natürlich die Europameisterschaften und natürlich zu schauen, was die FIBA Brunner alles zusammenbringen. Und es ist keine Frage, dass das eine fantastische Veranstaltung ist, die natürlich nicht nur für FIBA Brunn, sondern auch für Tirol eine wichtige ist. Natürlich ist es ein bisschen kalt, den Leuten friert ein bisschen der Mund ein, aber trotzdem, die Begeisterung ist da. Unser Ort wurde in den letzten Jahren von einer baulichen Erneuerungswelle geprägt. Das herausragendste und auch aufwendigste Projekt war sicherlich die Errichtung unseres neuen Dorfzentrums. Im folgenden Beitrag sehen Sie einen kurzen Rückblick.
Meine Damen, meine Herren, liebe Gemeinderäte von Einst und Jetzt, darf ich euch ganz, ganz herzlich im Namen, natürlich auch im Namen meiner Kollegen, Bürgermeister Sjörpels, Bürgermeister Hinterhölzer, hier im alten Gemeindesaal für Brunz begrüßen. Wir heute einfach zur Hausherbau kommt, also mal haben wir einfach die Mittel nicht so gehabt. Ne? Wir haben es auch nicht. Also, du musst also nicht verstehen, ich muss nicht verstehen, ich muss nicht verstehen. Aber wir trauen den halt. Das ist noch so. Der Obermoser war der Ringer. Ja, jetzt wärst du weiter da, die Turnhalle ganz in Ruhe gestanden. Ne? Ja, da kann ich mich auch rein. Was soll man denn da? Ja, wärst du auch so gemessen? Na, so, das ist festgebaut. Hat aber Vorteile, ich muss nicht alles essen. Aber gehen wir nochmal zurück zum Lachen. Ich glaube, die heutige Generation muss einfach der Gemeindeführung der Domain Seid gratulieren, dass die richtigen Beschlüsse gefasst haben. Wir haben heute ein Juwel, glaube ich, oben, wo jetzt einfach viel Leid bzw. viele Gemeinden unheimlich neidig sind. Da haben wir schon ganz viel zu verdanken, dass sie überhaupt so ausgegangen ist. Und Groschek. Denn die ersten Verhandlungen, die Versprechen, dann rufen die anderen mal, dann werden wir schon hübsch hier ausgeschaut und die dann den Zergore ist nicht, aber der Bruder ist der gewesen, wo er aber schon gesagt hat, dieses Wasser da oben, das verdrückt eine große Belastung nicht, sage ich das. Weil viel kommt, einer allein hat eh nichts machen können und da suchen wir aber gesagt, nein, aber nur den Anstoß, Stefan, den Anstoß, der ist von mir ausgegangen. Naja, da haben Schacht, wir schon, da haben wir schon Schacht, der Locher bei mir ausgewiesen ist, aber klar, Vorvertrag mit Hirnvater und da habe ich aufgerufen und da ist die Ruhestation gekommen, da ist der Bruchstation gekommen, nur der Wahrheit zu liegen. Kleinkirchheim, nicht wahr? Und da ist dann der Bürgermeister hin und der Bürgermeister her, das war reines Politikum und sonst nichts. Und heute sind wir froh, dass er so gekommen ist. Und du hast Geschäft gemacht, Rudolf. Wenn heute die Gemeinderäte beieinander sind, wir sind Leute da halt, die man jahrelang nicht mehr gesehen hat. Wir haben es nicht gesehen, ihr es nicht gesehen, aber man sieht uns auch wieder gern. Und wenn man halt beieinander sitzt, dann werben wir halt auch wieder gern ein Zeug auf. Nicht? Und das ist eigentlich eine ganz nette Veranstaltung. Da muss ich Herrn Herbert recht herzlich danken, dass wir so nett zusammengekommen sind, wenn es der Abschied ist von Landesrat Streiter, sehr geehrter Herr Bürgermeister. Schützenhauptmann Trixl meldet die Röckelgewandfrauen, die Musikkapelle, die Feuerwehr, den Kameradschaftsbund, die Fahnenabordnungen der Schützengilde, der Jungbauernschaft zur Begrüßung angetreten.
Danke schön. Werte Formationen und Vereine, das neue Dorfzentrum der Machtgemeinde Fieberbrunn wird heute seine Bestimmung übergeben. Und ich freue mich, Sie alle zu dieser Feier auf das Herzlichste begrüßen zu dürfen. Und da gehen wir zuerst am Sonntag in die Kirche und dann da herein. Herr Pfarrer, ich kriege den für Vater Unser, dass ich nicht gesagt habe. So, jetzt schließe ich mit dem Wunsch, dass diese Freude des heutigen Tages also ausstrahlen möge, auch in das nächste Jahrhundert, und dass man weiß, in diesem Jahr, in diesen 10 Jahren der Vorbereitung, hat man etwas Gutes getan. Ihr habt etwas Gutes getan für Fieberbrunn und damit ihr etwas Gutes getan auch für unser Land Tirol. Dankeschön und alles Gute. Zuseher, ich hoffe, dass wieder einige Erinnerungen ins Bewusstsein gerufen wurden, und mit ein paar Highlights darf ich mich von Ihnen verabschieden.